Predigt für den 5. November 2023, Pater Hermann Ling, Dorsten, 2. November 2023. Siemens Energy bittet die Bundesregierung um staatliche Garantien im Umfang von 15 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist Deutschlands wohl wichtigster Konzern für die Energiewende. Das Unternehmen, in dem neben dem Windkraftgeschäft auch die frühere Gaskraftwerksparte von Siemens gebündelt ist, hat seit Monaten mit erheblichen Problemen der Windkrafttochter Siemens Gamesa zu kämpfen. Siemens Energy hat wegen der massiven Probleme im Windkraftgeschäft offenbar zunehmend Probleme, Garantien von Banken für neue Aufträge auch im eigentlich gut laufenden Gasgeschäft zu bekommen. So die Welt am 31. Oktober 2023. Seit Jahrzehnten schwärmen Politik und Medien von Energiewende, von klimaneutraler Energie. Deshalb sollte diese Siemens-Finanzkrise ganz besonders zu denken geben. Das Bundesministerium für Umwelt schreibt aktuell, die Berechtigungen zum Leistungsbetrieb der letzten drei im Leistungsbetrieb befindlichen Atomkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim 2 sind mit Ablauf des 15. April 2023 erloschen. Damit endet die Atomkraftnutzung in Deutschland und die nukleare Sicherheit hierzulande wird deutlich erhöht. Die Angstmacherei mit der nuklearen Sicherheit wird ebenfalls seit Jahrzehnten geschürt, zum Beispiel mit dem Hollywood-Film Das China-Syndrom von 1979. Die Geschichte dieses Films um einen Störfall in einem Kernkraftwerk ist erfunden, allerdings gab es später Meldungen von wirklichen Reaktorunfällen, darunter Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011. Die Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils hat sich eifrig an dem Paniknarrativ gegen die Atomkraft beteiligt. Die sogenannte Deutsche Bischofskonferenz veröffentlichte am 10. März 2021 eine Pressemitteilung. Weihbischof Rolf Lohmann zum 10. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Fukushima bleibt eine Mahnung. Ein Aufschnitt. Heutzutage stimmt es sorgenvoll, dass in manchen Ländern neue Kernkraftwerke gebaut und Laufzeiten verlängert werden, um vermeintlich klimaneutrale Energie zu produzieren, obwohl nukleare Unfälle nie völlig auszuschließen sind und die Endlagerproblematik nicht gelöst ist. Und Vatican News meldete bereits am 11. Juli 2020, Japan, Bischöfe veröffentlichen Buch gegen Atomkraft. Das Buch Abschaffung der Atomkraft, ein Appell der katholischen Kirche in Japan, ist ins Englische übersetzt worden und steht auf der Webseite der japanischen Bischofskonferenz zum Download bereit. In einer bereits am Mittwoch veröffentlichten Erklärung nannten die Bischöfe die Abschaffung der Kernenergie einen wichtigen Punkt für die Nachhaltigkeit der Erde. Papst Franziskus hatte im November 2019 bei seinen Besuchen der 1945 von US-amerikanischen Atombomben verwüsteten japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki die Ablehnung der Atomkraft durch die Kirche betont. Dieser sogenannte Papst Franziskus, also der Rotaria Jorge Bergoglio, hatte bereits 2015 eine sogenannte Enzyklika Laudato Si veröffentlicht. Ausschnitte. Angesichts der weltweiten Umweltschäden möchte ich mich jetzt an jeden Menschen wenden, der auf diesem Planeten wohnt. Pro Jahr werden hunderte Millionen Tonnen Müll produziert, von denen viele nicht biologisch abbaubar sind. Hausmüll und Gewerbeabfälle, Abbruchabfälle, klinische Abfälle, Elektronikschrott und Industrieabfälle, hochgradig toxische Abfälle und Atommüll. Es besteht eine sehr starke wissenschaftliche Übereinstimmung darüber, dass wir uns in einer besorgniserregenden Erwärmung des Klimasystems befinden. Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen, dass der größte Teil der globalen Erwärmung der letzten Jahrzehnte auf die starke Konzentration von Treibhausgasen, Kohlendioxid, Methan, Stickstoffoxide und andere zurückzuführen ist, die vor allem aufgrund des menschlichen Handelns ausgestoßen werden. Eine sehr starke wissenschaftliche Übereinstimmung und zahlreiche wissenschaftliche Studien, das sind zunächst nur hohle Behauptungen. Was weiß man genau über Windräder und Solarzellen, über ihre Zusammensetzung, über die Kosten und die Gefahren bei der Herstellung, bei der Instandhaltung, bei der Entsorgung? Wie nachhaltig wurden Wälder und Seen durch Windräder und Solaranlagen zerstört?
Hier hat grundsätzlich jeder die Pflicht, die Fakten zu prüfen. Wurden Beiträge zensiert, weil sie nicht konform sind mit der sehr starken wissenschaftlichen Übereinstimmung? Wenn ja, was genau steht in den zensierten Beiträgen und wie genau wurde es widerlegt? Die Angstmacherei vor dem Treibhausgas Kohlendioxid ist im Ökonarrativ besonders wichtig, denn sie dient ganz besonders dem weltweiten gegenseitigen Hass. Der Mitmensch, der bereits durch sein Atmen CO2 produziert, gilt als Gefahr, als Giftschleuder. Dazu gibt es eine bekannte sogenannte wissenschaftliche Studie, nämlich The Climate Mitigation Gap, also die Lücke beim Klimaschutz von Seth Wines und Kimberly Nicholas. Demnach führt ein Kind weniger zu 58,6 Tonnen CO2-Äquivalent weniger pro Jahr. Hingegen führt der Verzicht auf ein Auto nur zu 2,4 Tonnen CO2-Äquivalenten weniger pro Jahr. Für manche lautet daher das Ideal Gebärstreik, ob durch Empfängnisverhütung oder Abtreibung. Die Anti-CO2-Religion steht für Zerstörung der Familie, Zerstörung der Moral, Zerstörung der Menschlichkeit. Manche reden sich und anderen ein, die Vatikan-II-Gruppe würde für die Familie und gegen Empfängnisverhütung oder Abtreibung eintreten. In Wahrheit allerdings betreibt auch die V2-Gruppe die Zerstörung von Familie, Moral und Menschlichkeit. Bereits Josef Ratzinger, also der Vorgänger von Jorge Bergoglio, sprach sich dafür aus, dass Ehebrecher zur Kommunion zugelassen werden, was Bergoglio dann offiziell einführte. Das Domradio meldete am 18. August 2022: Pille oder Kondom doch zulässig? Schreibt Papst Franziskus gerade die kirchliche Sexuallehre zum Thema künstliche Empfängnisverhütung um? Und wie verbindlich und unauflöslich ist die bisherige kirchliche Lehre überhaupt dazu? In katholischen Kreisen wird debattiert. Jeder kann leicht recherchieren, was V2-Theologen über Empfängnisverhütung äußern. Ebenfalls leicht zu erfahren ist die Haltung der V2-Gruppe zum Thema Impfung bzw. Verwendung von abgetriebenen Kindern für Impfstoffentwicklung. Es ist richtig und wichtig, sich gewisse Grundkenntnisse bezüglich Klimawandel und Energiewende zu erarbeiten. Unterstützenswert erscheint das Urteil des Preußen Elektra Arbeitsdirektors Dr. Thomas Schöneberg von 1998. Unsere Haltung war und ist eindeutig. Ein Ausstieg aus der Kernenergie ist technologisch, Umwelt, Energie, Standort- und arbeitsmarktpolitisch falsch. Es besteht auch bezüglich Klimaschutz und Energiekrise eine grundsätzliche Pflicht, zu einem vertretbaren Urteil zu kommen. Moralisch nicht vertretbar ist es, sich einfach inhaltslos auf eine sehr starke wissenschaftliche Übereinstimmung und zahlreiche wissenschaftliche Studien zu berufen, insbesondere wenn diese Parolen auch von der V2-Gruppe verbreitet werden. In jedem Fall notwendig ist es, sich über Grundlagen des menschlichen Handelns generell Klarheit zu verschaffen, insbesondere sich über das Wesen von Vatikan II zu informieren. So viel Richtiges und Wichtiges die Befürworter der Atomenergie auch sagen, wenn die V2-Gruppe als katholische Kirche dargestellt wird und wenn die Falschaussagen der V2-Gruppe als Falschaussagen der Kirche dargestellt werden, wird Unrecht begangen. Wo jemand Recht hat, hat er Recht. Und wo er Unrecht hat, hat er Unrecht. Setzen wir uns ein gegen das Unrecht und für das Recht. Amen.